Also auf geht's! Ich bin ready. Ich bin ready. Gebieter, ich hab dir etwas zu berichten. Wenn du hier weitergehst, liegt die Wahrscheinlichkeit, dass du nicht mehr zurückkehren kannst, ohne den Kampf zu beenden zu haben, bei 100%. Fühlst du dich bereit für den Kampf? Yes. Gebieter, ich bin immer bei dir. Gebieter, viel Glück. Danke, Fei. Danke. Los geht's. In den wirklichen Endbosskampf von Zelda Skyward Sword. The Legend of Zelda Skyward Sword HD nimmt nun ein Ende bei unserem letzten Gegner, dem Todbringer. Du bist wirklich gekommen. Du scheinst es tatsächlich ernst zu meinen, Menschlein. Man hätte doch zurückgehen können, falls man noch nicht 100% gemacht hat. Aber ich habe es alle schon vorher gemacht, damit wir alles nach einem Stück machen können. Sieh dich gut um. Das ist das Letzte, was deine Augen je erblicken werden. Du hast viel reden. Ich hasse die Götter. Endlich habe ich meine Kraft zurück. Ich werde dich zermalmen. Wie lange wirst du wohl vor mir bestehen können? Sei so gut und stirb nicht sofort, ja? Von nun an erzittert die Welt unter meiner Herrschaft. Ich werde jeden, der es wagt, die Hand gegen mich zu erheben, auslöschen. Bist du dir das sicher? Und die unendliche Macht. Wenn ich erst das Triforce habe, dann gehört diese Welt den Dämonen! Es geht los! Kampf gegen den Todbringer! Oh. Okay, ich versuche nicht sofort zu sterben. Fei? Fei? Wo zum Teufel ist Fei? Oh, dieser Hintergrund, das ist echt eine coole Arena, muss ich sagen. Okay. Mach doch! Beide geblockt. Yes! Uah. Denkst du wirklich? Ah, verdammt, ich denke wirklich. Ich muss aufhören zu denken. Okay, okay. Mir wurde vorgeschlagen, Rüstungstrank V zu nähen. Damit sind wir unverwundbar für die nächsten paar Minuten. Jetzt können wir uns nämlich erstmal in Ruhe anschauen, wie dieser Kampf überhaupt ablaufen wird. Haben schön glitzernde Herzen, sieht echt schön aus, muss ich sagen. Schön pink, glitzer, glitzer, ne, krass. Verdammt. Bam, bam. Und dann immer zack, bam, bam, zack, bam, bam. Ein schönes zack. Nee, doch. Schönes zack und schweres bam, bam. Zack. Zack, bam, bam. Zack, bam, bam. Zack, bam, bam. Zack, bam, bam. Ha, du kriegst so oft mal. Bam, 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 bam. Wie geschmeckt dir diese Dosis? Ich nenne sie Rache und Gerechtigkeit. Zack, zack, bam, zack, zack, bam, zack. Das war's schon? Du bist in der echten Flasche. Oh, er steht wieder auf. Das war's noch lange nicht. Das war erst Phase 1. Es regnet und er hat ein Blitzschwert. Was er. Aua! Damit vorhat. Oh, ich sehe schon. Oh, ey! Oh oh. Ich sehe schon, was er damit vorhat. Aber ich kann das nicht! Fall ist mal mit weg!
Aus irgendeinem Grund. Hä, was mach ich denn da? Zweimal blocken? Dreimal blocken! Okay! Dreimal blocken und dann kann ich angreifen. Bam! Bam! Goddamn, warum ist das so schnell? Zack! Bam! Das gehen wir hin, das gehen wir hin. Nerviger Kampf. Zack! Zack! Bam! Und kann man den einmal noch angreifen? Okay. Das gehen wir hin. Ah! God damn! Bestimmt kriegt man das auch ohne Schwert hin. Ohne Schild meine ich. Ohne Schwert. Bestimmt kriegt man das auch ohne Schild hin, aber mit Schild ist es halt viel besser. Ja, ich krieg das auch gar nicht ohne Schild hin. Whatever. Ah, was mach ich denn? Die Phase mag ich nicht. Ich drücke, ich schwöre, ich drücke. Ich hab gedrückt! Und meine Herzen gehen aus, mein Trank geht aus. Ich hab! Von mir hab ich! Oh, mein Trank geht aus. Jetzt geht down, Mann! Oh, mein Trank ist aus. Einen Trank habe ich noch. Dann nur einen normalen Rüstungstrank. Besser als nichts. Damit sind wir auch unverwundbar, glaube ich, für eine kürzere Zeit, aber. Nee, sind wir nicht. Wir kriegen nur weniger Damage. Okay. Immerhin. Wie dauert diese Phasen? So nervig. Immer solche Fall. Sein. Als ob wir wirklich down gehen, das kann doch nicht sein. Link weint schon, der Arme. Was der stimmt mich so an? Come on, Junge. So, ey! Wie viel Zeit bekomme ich dafür? Das kann doch nicht ernst meinen. Come on, Bro. Der Kampf. Gott, ich glaube, mit Joy-Cons ist das schwerer, oder? Ich kann mir vorstellen, dass es mit Joy-Cons schwerer ist. Also, ja, ist dann. Was eigentlich schwerer ist, ist abzuteilen. Fuck! Es ist vorbei. Bleib liegen und verrotte in der Hölle, aus der du gekrochen bist. Eieiei. Er steht immer noch auf. Aber natürlich sehr schwach. Tja, Gerem ist wohl weg. Was machst du ohne Schwert? Ein Menschlein. Besiegt von einem Menschlein. Beeindruckend, aber merkt ihr, es ist nicht vorbei. Mein Hass, meine Dämonen, beides wird ewig bestehen.
Es wird nie aufhören. Ihr beide mit dem Blut der Göttin und dem Mut des Helden, ihr seid für alle Zeiten verflucht sein. Die Verkörperung meines bodenlosen Hasses wird euch auf Ewigkeiten in einem blutigen Meer der Finsternis verfolgen. I don't feel so good. Wir haben den Todbringer beseitigt. Fürs Erste. Können wir Zelda vielleicht wieder retten? Ah, Fei ist wieder da. Fei, du kommst... Wo warst du? Du kommst zu spät. Naja, egal. Ich hab's auch ohne Fei geschafft. Bannen wir das Böse in das Schwert, I guess? Vernichtung des Todesbringers bestätigt. Seine noch verbliebene Essenz wird in das Masterschwert übertragen. Die Versiegelung ist abgeschlossen. Nice. Ich hab's geschafft. Ich hoffe nur, dass es Zelda wieder gut gehen wird. Was ist, wenn ich zu spät war? Das hast du gut gemacht, Mike. Danke. Danke, Mike. Es ist vorbei. Wirklich vorbei. Oh. Nicht übel, ihr beiden. Danke, dass ihr euren bescheidenen Beitrag zur Legende des Helden Bardo geleistet habt. Anderen Witz. Ja, ja, schon klar. Ach, du hast eine wichtige Rolle gespielt. Vielen Dank. Ach, Quatsch. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Nachdem wir fertig sind, will ich endlich in meine Zeit zurück. Das Mütterchen hat sich Sorgen um euch beide gemacht. Wir müssen schnell zurück, damit sie sieht, dass es euch gut geht. Ha? Fei. Göttin Hylia. Ich meine, Zelda. Ich bin so froh, dass ihr in Sicherheit seid. Gebieter, ich muss dir etwas sagen. Spuck schon aus. Musst du jetzt... Nein, oder? Beschützer der als Mensch wiedergeborenen Göttin, Bezwinger des Todbringers, Mike der Held. Meine Bestimmung, dich zu führen, hat sich nun erfüllt. Das bedeutet, Gebieter, hier trennen sich unsere Wege. Ich möchte nicht zurück zu diesem Trainingsschwert. Wenn du das Schwert wieder in seinem Sockel steckst, ist meine Arbeit getan. Ich werde zurück in einen ewigen Schlaf fallen. Ist das dein Ernst? Du hast deine Bestimmung meisterlich erfüllt, Gebieter. Bitte bringe das Schwert zurück an seinen Platz und erfülle so den Willen der Göttin. Sicher? Entbinde mich nun meiner Aufgabe, Gebieter. Na gut. Wenn du meinst, es ist richtig, dann tue ich, wie du es mir sagst. Wir werden uns nicht mehr wiedersehen. Dann mal los. Jetzt kannst du wieder schlafen. Für wie lange es auch dauern mag, bis wieder was passiert. Vielleicht nie wieder. Vielleicht schon morgen. Wir wissen's nicht. Wir können nur hoffen, dass es nie wieder passieren wird. Hä? Mike! Du kannst doch mit mir reden, während du da drin steckst.
Meine mir von der Göttin auferlegte Bestimmung war es, dich als Heldin zu leiten. Nachdem ich geweckt wurde, war dies die Pflicht, die ich als Dienerin der Göttin zu erfüllen hatte. Aber unsere gemeinsame Zeit ist nur die wertvollste Erinnerung, die ich in mir trage. Oh. Du warst ab und zu nervig, aber ich hasse dich nicht. Mike, ich kann die Herzen der Menschen nicht analysieren, aber nun, da unsere Reise ihr Ende gefunden hat und ich mich wie der Master Sword zur Ruhe begeben muss, beginne ich etwas zu spüren. Ihr Menschen nennt dieses Gefühl Freude. Nun, da meine Bestimmung erfüllt ist, beginnt mein Bewusstsein bereits im Schlaf zu verfallen. Ich möchte noch etwas sagen, das mir von unserer Reise besonders in Erinnerung geblieben ist. Du hast es auf deinem Weg oft gehört und nun möchtest du ja auch sagen. Danke, mein Gebieter Mike. Vielleicht werden sich unsere Seelen irgendwann erneut begegnen. Okay. Es wird echt emotional hier. Na gut. Und nun? Aber Impa, du musst mit uns kommen! Zelda, ihr besitzt Heilers Erinnerung. Ihr wisst doch, ich gehöre in diese Zeit. Ja, aber hier gibt's doch nichts. Was willst du denn hier? Ja, aber... Kehrt zurück in eure Zeit. Ich werde das Portal zerstören, sobald ihr hindurchgegangen seid. Aber nach all dem, was wir zusammen erlebt haben, kann ich dich hier nicht allein zurücklassen. Bitte, Impa, komm mit uns. Ich bin durch das Zeitportal gegangen, um euch zu beschützen und die Welt zu retten, wie Heilia es bestimmt hat. Jetzt wird die verbliebene Essenz des Todbringers in diesem Schwert festgehalten. Jemand muss darüber wachen. Es darf nicht wieder erwachen. Er darf die Welt nie wieder bedrohen. Das ist unsere Aufgabe. Wir Chica sind stolz darauf, dass die Göttin uns dafür auserwählt hat. Zelda, das Triforce. Die unendliche Kraft des Triforce ist zu mächtig, um blind darauf zu vertrauen. Hat das Triforce überhaupt unseren Wunsch erfüllt? Weil der Todbringer ist ja dann wieder auferstanden. Was hat das Triforce überhaupt gebracht? Nach der Erfüllung seiner Aufgabe muss es vor der Welt verborgen ruhen. Die Göttin Heilia hat mich dies gelehrt. Wisst ihr noch? Eieiei. Was hat sie denn da? Ein Freundschaftsarmband. Zur Erinnerung. Wir werden uns wiedersehen. Ganz bestimmt. Wie war du da kommt? Dann muss wohl Impa jetzt gehen. Na dann. Auf und davon. Wir sind wieder in der Gegenwart. Und Impa bleibt zurück. Und zerstört ihren Weg in die Gegenwart. Omi! Moment. Sie ist Impa? Weil sie hat das Freundesarmband. Das ergibt alles viel mehr Sinn auf einmal.
Na, obwohl, wie viel Sinn macht das? Seht ihr? Ich habe doch gesagt, wir würden uns wiedersehen. Was zum... Nein! Impa! Impa, nein! Impa! Ich danke dir! Danke! Ha? Es öffnet sich wieder. Was erwartet uns auf der anderen Seite? Das Master Sword. Das Lied. Das, meine Damen und Herren, das war The Legend of Zelda Skyward Sword HD! Ja, da geht das Let's Play vorbei, Freunde. Was ein Abenteuer. Ich glaube, ich lasse sogar die Facecam tatsächlich aus. Für den Rest des Videos. Oder zumindest für die Credits. Ja, hat lange gedauert, das Spiel zu spielen. Aber ich hab's gespielt und ich hab's sogar 100% durchgespielt. Was ein Gefühl. Huiuiui. Ja, dieses Spiel, manche mögen es, manche mögen es nicht. Ich muss sagen, ich finde das Spiel in Ordnung. Ja, das ist so mein Fazit zu dem Spiel. Ich find's in Ordnung. Es ist kein schlechtes Spiel, auf gar keinen Fall. Es ist jetzt auch kein, das ist auch kein 10 out of 10 Spiel. Hier sind noch schöne Einblicke, wo Zelda die ganze Zeit war anscheinend. Das ist interessant. Da hat sie Impa getroffen. Ja, Story fand ich super. Ganz ehrlich, Story war nicht wirklich super. Grafik. Das ist auf jeden Fall eine HD-Version. Definitiv. Also, kann ich mich nicht beschweren. Schwierigkeit. Ja gut. Schwierigkeit ist halt so, ich habe es mir halt auch relativ einfach gemacht, könnte man behaupten, weil ich habe mich auch komplett vorbereitet auf diesen Kampf, ganz viele Tränke gekauft und alles vorbereitet. Musste vielleicht nicht sein, aber ich war mir unsicher, wie lange ich das aushalten würde, ohne komplett auszurasten. Es gab Momente in diesem Spiel, da bin ich komplett ausgerastet. Kumpel schießen an! Es gab noch ein paar andere Momente. Ah ja, was geht denn da bei Zelda ab? Oh-oh. Die Bockblitze haben sie bekommen. Oh, sie hat alle kaputtgeschlagen. Krass. Mit bloßen Händen, oder wie? Nee, natürlich. Mit ihrer Macht. Und da ist die Impa aus der Vergangenheit. Und dort dieser Tempel. Ich habe wirklich gedacht, dass dieser Tempel noch viel, viel wichtiger wird. Wurde er aber nicht. Was ich wirklich sehr komisch finde. Also, keine Ahnung. Ich dachte, würde wirklich noch viel wichtiger werden. Vielleicht habe ich es einfach falsch verstanden. Kann ich das Spiel empfehlen? Jein. Das Spiel ist generell gut. Für Leute, die ein... Das ist natürlich auf Zelda-Theme. Ja, für die Leute, die ein Open-Area-Game haben wollen, ist das ja auf jeden Fall eine gute Auswahlmöglichkeit. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das Spiel für viele sehr nervig ist. Zum Beispiel alles sammeln oder generell Steuerung. Ich muss sagen, ich habe das Original nie gespielt auf der Wii.
Aber das hier ist definitiv besser, ohne das Original überhaupt gespielt zu haben. Nicht nur ist die Grafik meiner Meinung nach schöner, die Steuerung ist auch besser. Okay, mit Joy-Cons und Remote kann man die gut vergleichen, ich weiß es nicht. Vielleicht ist Remote besser als Joy-Cons. Joy-Cons allgemein, ich finde die Steuerung ist gut getranslated worden von Remote zu Joy-Con. Haben die ihr Bestes gegeben, finde ich. Mit Controller, ich dachte am Anfang mit Controller, hä, wie soll das funktionieren? Das Spiel ist doch ausgelegt für Motion Controls. Aber dann habe ich erstmal mit Controller gespielt und ganz ehrlich, ich führe mit Controller persönlich viel besser, klar. Also, jedem das seine, manche wollen lieber, man kann auch noch mit einem Remote spielen, by the way. Kann man, glaube ich, auch an der Switch anschließen, so eine Remote. Müsste irgendwie funktionieren, bestimmt. Ja, Remote und Nunchuck kann man noch spielen. Kann es auch mit Joy-Con spielen. Man kann auch mit einem Pro-Controller spielen. Wie man spielt, nehmt am besten einfach das, was euch persönlich am besten liegt. Und RIP nochmal an Satoru Iwata, der ihm mitgeholfen hat bei Skyward Sword. Ja, was gibt's da noch zu sagen? Character Design vielleicht. Ich fand das Character Design größtenteils nicht schlecht. War schon interessant. Artstyle ist halt sowas. Viele mögen den Artstyle nicht. Ich finde den halt okay. Es ist halt was anderes, so, ne? Das Spiel hat also ein bisschen was anderes. Es ist so eine Mischung zwischen wie sag ich das? So eine Mischung zwischen so richtiger Grafik, so, also was glaube ich? Mit so echten Grafiken, als wäre das so wirklich echt alles, als wäre das alles real, mit so realistischen, genau das war das Wort, mit so realistischen Grafik, so eine Mischung und Cartoony. Das ist wirklich so eine gute Mischung davon. An manchen Stellen denke ich mir auch, ja okay, die Charakter sehen ein bisschen albern aus, vor allem so ein Gesicht. Aber man gewöhnt sich dran, man gewöhnt sich definitiv dran. Und jetzt hier an Popular Opinion. Ich mag die Zelda aus diesem Spiel eventuell am meisten von den restlichen Spielen. Denn das endet hier nicht mit The Legend of Zelda Skyward Sword. Oh nein, das endet hier noch lange nicht, die Geschichte. Das war erst der Anfang, könnte man sagen. Ja. Bald geht's weiter mit dem nächsten The Legend of Zelda Game. Wir genießen noch die Credits zusammen. Eventuell ist das hier eine XXL-Folge. Aber ist doch egal. Es ist die letzte Folge. Das kann ruhig lange gehen. Eiji Aonuma, der Producer der Zelda Games, der auch dieses nice Spiel gemacht hat. Würde ich dieses Spiel nochmal spielen? Weiß ich nicht. Würde ich euch empfehlen, das Spiel nochmal zu spielen. Wenn ihr sehr viel Spaß mit dem Spiel hattet, hört zu. Wiederspielswert des Spiels. Es hat schon den Wiederspielwert, auf jeden Fall. Aber der ist nicht so groß, finde ich. Naja, wie auch immer. Wir sehen uns beim nächsten Teil wieder. Denn wie gesagt, das war erst der Anfang. Bis dahin. Nintendo. Oh, es gibt noch eine Cutscene. Wie Zelda nach Hause zurückkehrt zu ihrem Vater. Fragezeichen. Das Triforce steht sicher oben auf der Statue. Jetzt, wo wir uns den Wolkenhort genauer angeschaut haben, können wir auch wieder, genau, an den Boden. Denn wir sind nicht im Wolkenhort, wir sind im Wald von Faerûn. Eigentlich müssten wir noch zum Abschied ein Lied spielen. Der Boden ist wieder sicher für uns.
Wir brauchen uns nicht mehr weiter im Himmel zu verstecken. Ich wollte immer hierher kommen. Ich wollte das Erdland sehen, den Wind auf meiner Haut spüren. Jetzt möchte ich hier leben, den Boden unter meinen Füßen spüren, unter den Wolken aufblicken und das Triforce beschützen. Mike, was wirst du nun tun? Ach, mach dir da keine Sorgen. Ich hab schon Pläne. Damit schließen wir dieses Kapitel. Bis zum nächsten Mal. Was geht, was geht, was geht? Yo, Chris, ich muss dir was sagen. Hm? Ich habe jetzt endlich Zelda Skyward Sword durch. Das, was du nicht gemacht hast. Skyward Sword? Ja. Nice. Hm. Moment. Du hast Skyward Sword durch. Ja, von mir. Alle Folgen auf meinem Kanal. Wirklich Skyward Sword durch? Ja, 100%. Alle Herzteile, alle Quests, alles. Hast du auch den Hero Mode gespielt? Hero Mode? Möchtest du das Spiel erneut begonnen, nicht im Heldenmodus stellen? Es gibt einen... Fuck!